heute weiter geht's. Heute gegen den VfB Stuttgart nach dem letzten Spiel und dem Sieg auf Schalke. Ja, und im Unentschieden der Bayern sind wir tatsächlich bis auf ein Pünktchen an der Tabellenspitze dran. Herbstmeister? Fragezeichen oder noch nicht? Nächsten beiden Gegner sind der VfB Stuttgart jetzt heute und morgen Mainz 05. Naja, mal gucken. So. Okay, Raúl Albiol darf wieder so ein bisschen rein. Oh, Abraham möchte ein Leihangebot. Delegieren. Leihe. Zweijahresleihe nach Fürth. Ich gebe mal kurz eine Möglichkeit. Ja, Ben Klefisch, natürlich. Toll. Drei Monate Pause. Ja, geil. Läuft. Ja, gerade kommt ein Spieler wieder zurück, geht der nächste verletzt raus. So, kurz mal eben auf die Dings setzen. Aber da war doch eine Nachricht. Wahrscheinlich würde irgendein Spieler sagen, hey, ich möchte gerne mal, ja, Plefisch ist doch angeschlagen. Albiol darf mal wieder als... Wird natürlich heute nicht von Beginn an spielen. Das ist eigentlich mehr oder weniger ausgeschlossen. Warum auch? Weil er wird jetzt langsam wieder rangeführt. Piri macht das eigentlich ganz stark da hinten. So, gucken wir mal nach, was da ist. Andrade sagt jetzt, ich möchte gerne spielen. Aber wir brauchen keine Pressekonferenz. Wir gehen also mehr oder weniger rein ins Match gegen den VfB Stuttgart. So. Gut. Na dann, auf ein neues. Wer in diesem Spiel im Mittelpunkt stehen wird, ist keine große Überraschung. Denn er steht hier vor dem Duell gegen seinen früheren Club. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Das könnte ein Highlight werden, Wolf. Alles drin, alles dabei. Super, dass wir uns hierfür entschieden haben. So, geht jetzt sofort los. Während die Helden sich, oder unsere Jungs sich, oder die Jungs sich abklatschen. So, auf geht's gleich. Ins Match. Während wir Anschluss haben. Mit Obermeier. Der wird zu spät ja komplett geschont wurde. Einfach mal gesagt hat, jo, ich brauche mal eine kleine Pause. Hat er dann auch gekriegt. Und bitte halt, wie gesagt, dass sich einer schon mal wieder verletzt hat. Schön vorbeigekommen. Heckloff. Kann er da schon mal gegen seinen Ex-Club wehtun? Ja, hast du Chance. Gehen können, gehen müssen. Sehe ich ganz genauso. War natürlich eine Riesenchance. Und die erste große Situation. Aber leider drin. Leider erstmal rüber.
So, auf geht's. Das könnte was werden. Nächster Schömert erstmal. Ja, zurück zum Keeper. Herz muss aufpassen. Oh, bitte aufpassen jetzt hier. Torwart. Nicht sowas, so eine Situation bringt. Der Abwehrspieler hat den Ball. Schömert macht erstmal wieder gut. Und Noppert hat ihn dann. Schärft er ganz locker. Ah, Guardado, gut dazwischen gegangen. Stuttgart mit viel Platz auf dem Flügel. Aber der Verteidiger sagt erstmal meiner und dann geht Schelde rum. Mit einem simplen Trick geht er erstmal vorbei. Wenn die auf anderen Teams mitspielen, Kuckuck. Dann könnten die Gastgeber heute die Tabellenspitze erobern. Und klar, die Bayern und nicht die spielen. Ein Zeichen setzen, könnten ihre Ambitionen untermauern. Oh, schönes Ding. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang und Lukas, Loris Karius. Ja, dann sagt der Torwart vielen Dank, den hält er mühelos. Also da kann man auf der kurzen Distanz mehr draus machen. Schon die zweite Bayreuther Situation heute. Und dann ist es auch Aubameyang. Schön gemacht, Eckler Vorlage, Aubameyang 1-0, 19. Damit war ja eigentlich auch fast schon zu rechnen. Das Tor aus kurzer Distanz, hier haben wir noch mal ein Auge drauf, er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja. Ja, 13. Saisontor im 13. Spiel. Wir sind in Spieltag Nummer 16. Gut, der war mal zwischendurch geschont worden, wie gesagt, aber genauso wie der letzten Partie. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ist ja auch schon 35. So, das könnte nochmal... Doch, er gibt jetzt gelb für die 18, Borrello. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Ja, muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass er da jetzt nicht nochmal... so reinlangt. Aubameyang 2-0. Axel, kann er das jetzt? Da ist es. Sie nee. Aubameyang, 14. Das ist wichtig. Zwei Tore Führung jetzt. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Und Moukoko dann ist es toll gemacht im 1 gegen 1. Wunderbar durch. Bei Next Dortmund da mal kurz. Und Moukoko ist ja nur ausgeliehen. Den hätte ich ja, würde ich ja gerne verpflichten für die neue Saison. Macht seine Situation, hat jetzt schon wieder getroffen, hat auf Schalke zweimal getroffen, jetzt wieder eine Vorlage. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Hm. Ja, schade, ich dachte, ich krieg den da irgendwie. Er hat in den vergangenen Tagen immer wieder in den Schlagzeilen gestanden. Denn für ihn ist es heute das Spiel gegen seinen früheren Club. Das ist mit Sicherheit keine einfache Aufgabe. Er kennt den Verein, er kennt die Fans. Kann er das? Aber das ist jetzt die Chance. Oh, Schömert! Da ist er mit dem Block. Mit einer guten Grätsche. Mal wieder einer guten Grätsche. So, jetzt die kurze Variante. Und schalte rum. Das wird Ecke. Die nächste Ecke geben. Wieder kurz? Ja. Ball kurz gespielt. Oh oh. Das ist Schömert. Was für eine Szene. Lässt sich diesmal ein bisschen zu sehr eindrehen. Technisch brillant gemacht, aber der hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten auch richtig gut festgespielt. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne und sie wirken sehr zielstrebig. Kommen gut vors Tor, kommen gefährlich vors Tor und rausgekommen ist die Führung, die verdiente Führung. Im Augenblick haben sie den Ball nicht. Dabei. Jetzt heißt es also erstmal hinten dicht machen. Vitinha. Das könnte gefährlich werden. Und jetzt Perry. Perry mit dem Ball, mit der Ballverlust. Aber Schömert natürlich erstmal. Ja, es wird schwierig für Albiol zurück in die Mannschaft zu kehren. Ne? Weil momentan hat sich so ein bisschen meine Verteidigung zugebaut. Ja, die haben sich taktisch perfekt dieses Spiel auf dieses Duell eingestellt. Liegen mit zwei Toren in Führung. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass da noch was schief geht. Ja, es ist jetzt gleich Pause. Keine 5 Minuten mehr. So, hat er? Sie verlieren hier den Ball.
Ja, schade. Und der nächste Fehlpass. Jetzt müsste aber. Noch als Nachspielzeit. Ja, doch nicht ganz. Viel geht also nicht mehr. Jetzt hat Gott sei ist aber jetzt nicht hier spielentscheidend. Es steht jetzt Match 2-0. Pause. Gleich geht's hier weiter. Aubameyang heute mit einem ganz, ganz starken Auftritt. Ihm gelingt heute fast alles. Ist quasi nicht zu verteidigen. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Da ist die Chance. Da hätten sie in Führung gehen können, gehen müssen. Sehe ich ganz genauso. War natürlich eine Riesenchance. So. Alles andere steht erstmal, gut, RB führt. RB führt, er liegt gegen Bayern hinten. Sekunde, ich muss gerade noch was jemandem schreiben. So, jetzt geht's. Gut, okay. Immer rein in die zweite Halbzeit. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Ja, Ito. Sollte der nicht so häufig machen. Damit hat er nämlich noch den Ball schon wieder verloren. Scheiße. Aber den haben wir ja gleich mit verloren. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Wir haben hier das erste Tor für Leipzig. Oh, Vitinha. Not bad. Das war Leute, eine richtig gute Gelegenheit. Wenn du so frei durch bist, da musst du mehr draus machen. Kurz ausgeführt. Er schießt. Und der Ball holt sich das Ding. Letztes Spiel schon in den Elfmeter rausgeholt. Jetzt schon wieder zwei starke Paraden. Also der wird definitiv, wenn er muss wahrscheinlich erstmal seine Karriere beenden, bevor der aus dem Tor geht. Und den Ball hält der Torhüter. Weil eigentlich hat er bisher noch keine großen Patzer drin gehabt. Immer wieder gute Situationen gehabt. So, diese Info zum Geschehen auf dem anderen Platz musste Mokoku. RB Leipzig macht also das Tor. Neuer Spielstand ist also 1-1. So, aktuell sind wir sogar Tabellenführer. Weil die RB gerade ausgeglichen hat gegen die Bayern. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Aber wir schwimmen jetzt gerade auch. Murillo erstmal. Das war zu schnell und zu einfach. Das ist das 1-2 und hat sich irgendwie gerade angezeigt. Tor für VfB, auf jeden Fall. Es hat sich abgezeichnet, sie haben sehr gut rausgespielt. Der Fehler von Schömer, der ein bisschen früh runtergeht. Ja, dann stehen sie 2-2 von Noppert und dann ist es das 1-1. Perfekt. 2-1, hier ist noch alles drin. Ja, das ist jetzt gerade ein Problem, dass Sterner jetzt erstmal nicht durchkommt. Sterner, das kann er nahe. Ja, Gelb wird es nicht geben, glaube ich, nicht für die Situation. Hereingabe in die Mitte. Da kann er erstmal klären. So. Da gibt er, was gibt er denn überhaupt da? Handspiel oder was? Ja. Und hier sehen wir jetzt das war jetzt zu einfach. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Da ist die Einblendung und wir wissen, wie Perry, der nächste Gegner der Stuttgarter heißt. Es geht gegen Schalke. Oh. Im nächsten Match in der Bundesliga. Aber jetzt erst mal das war zu ungenau. Und sie ärgern sich, denn damit hätten sie hier die Führung verdoppeln können. Ja klar, sie führen. Läuft eigentlich alles, aber den hätten sie gerne mitgenommen. Ja, wir schwimmen gerade so ein bisschen. Das ist das Problem an der Sache. Also wir kriegen jetzt gerade keinen Fluss mehr in das Spiel. Ach Mann, lauf doch damit. Wichtig, dass er damit. Weil ich hatte eigentlich jetzt auch, dass Mokoko den Weg durchgeht. Deswegen habe ich den für Pass auch gespielt. Da steht da halt gar keiner. Jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Super Rote. Durchgesetzt. Schön gemacht, aber Rote. Hereingabe jetzt. Da und das war wichtig, weil sonst wäre der angekommen. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich.
Fischer. Sie lassen sie kommen, das kann natürlich auch mal schief gehen. Sterner sagt jetzt erstmal gerade, beziehungsweise Fischer sagt jetzt erstmal gerade. Riesenchance. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereit. Das ist meiner, aber dann plötzlich wurde der Scheiße gefährlich. So aber lag Loras Karius, sagt dann, nehme ich mal mit den Ball. Das ist meiner. Dann halte ich dann mal so gerade. Das sieht vielversprechend aus. Weiter Einwurf, weiter vorne. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Ja, Schelde rum. Und nun ein Schuss. Und der war nicht schlecht, der Schuss. Karius, Problem. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Schon gehalten. Die Ecke kommt in die Mitte. Die Szene geht weiter. Handelfmeter für den Fahrer, für den Bayreuth. Hatte ich jetzt nicht gedacht, dass er den jetzt durchpfeift. So, das ist jetzt Lilian Eggloff. Der sagt jetzt gerade. So muss der Karius muss jetzt passen. Yes! Er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. 9 Minuten sind also 3:1 jedenfalls die. Mit viel Druck den Ballverlust erzwungen. Jetzt der schöne Ball auf Sterner, der jetzt außen vorbei geht. Zumindest versucht. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Ja, Verteidiger sagt dann, ne, das ist nicht. Die Chance jetzt. Boah, Eggloff wieder der nächste. Fast einen Doppelpack. Ganz sicher und kann den Ball halten. Kommt. Die Ecke kommt rein. Bist du kurz. Abwehrversuch, Schalter. Eggloff. Toller Zweikampf. Länger. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. So, jetzt Fläche. Den zweiten Treffer für Bayern München. Scheiße. Der Torschütze heißt Joshua Kimmich. Ja, er hätte selbst mit dem Spannen abziehen können, aber er spielt diesen genialen Steilpass in die Spitze. Ja, so klasse freigespielt machen sie das. Oh, und nur gucken, wo ich stehe. Der neue damit also 2:1. Gespielt sind 85 Minuten. Vielen Dank für diese Ja, Infos. Damit... War es das zumindest für jetzt mit der Herbstzumindest für die Tabellenführung? Weil die Bayern gewinnen. Also diese Partie. Wir gewinnen unser Spiel, Bayern gewinnen ebenfalls. Klare Ligasieg, sie lassen gar keinen Zweifel aufkommen. Das war schon wirklich stark heute. Der nächste wichtige Sieg. Und die Möglichkeit. Tor Nummer 1 dieses Spiels geht an Aubameyang und damit war er eigentlich auch fast schon so. So, perfekt, dann haben wir es. Zumindest, also jetzt noch nicht ganz, auch wieder hier statistisch gesehen, ein verdienter Sieg. Ja, aber die Bayern echt, haben die echt gewonnen, ey. Das tut gerade, das ist bitter. Ich hatte gehofft, dass sie vielleicht unentschieden spielen, dass wir ein bisschen, dass wir Tabellenführer werden und nach hinten ein bisschen Luft haben. Na gut. Oh, Andrade, den habe ich jetzt komplett ignoriert. Den habe ich jetzt mehr oder weniger gar nicht gebracht, habe ich gar nicht mal gedacht jetzt. So. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gibt es den Abschluss der Hinrunde. Bis dahin. Tschüss.